Kabarettist Werner Brix hat angerichtet. Zuckerl heißt sein neues Programm und er serviert seinen Fans ein Menü aus seinen Lieblingsgerichten aus 20 Jahren. Hierher ist die Auswahl dementsprechend riesengroß. Wir sind Männer über 40 und wir haben graues Haar, wir rauchen 40 Zigaretten und wir schlafen in der Bar. Ich genieße das heute wirklich zum ersten Mal. Wir tätowieren unseren Körper und wir tragen einen Bart. Wir leben unser Leben und wir leben es hart. Seit langem wieder mal mit einem einigermaßen beruhigten und nicht so hypernervösen Gefühl in eine Premiere zu gehen. Schau mich an und give me your five, wir bauen uns einen Ofen, hören Rock'n'Roll live. Ein knackiger Titel ist immer gut. Und deshalb strömte man gestern in die Wiener Kulisse. Kabarettist Werner Brix feierte Premiere mit seinem neuen Programm. Ich suche mich jetzt in Tibet und da fliegen wir hin. Nach Tibet müssen wir was, aber da müssen wir, weil vielleicht kennt man ja Dutzend. Da habe ich seit langem wieder den Weg beschritten des Nummernpräsentierens. Weil das habe ich jetzt sicher 10 Jahre nicht gemacht. Steigen wir aus in Lhasa. Auf 4000 Meter Höhe, da trifft uns einmal der Schlagwetter, da gibt es keinen Sauerstoff mehr. Und dann suchen wir uns das Ding aus, dann gehen wir herum. In jedes Tal schauen wir, ob wir nicht irgendwo sind. Ich habe immer auch einen kleinen, wie soll man sagen, melancholischen, ernsten Teil drinnen. Und das hat aber sich schon als gut erwiesen. Sie warten schon auf dich, du wirst dich sehr wohl fühlen. Im Hotel in Kontinental. Da, 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 da. Dann wird's wieder lustig. Wir haben daheim schon 2 Tonnen Gewichterl fürs Gartentischtürchel. Ja? Da kann immer einmal was bestellen, okay? Ja, so einen Wind gibt's gar nicht, dass den Tisch noch wegwart. Das ist. Ein knackiger Titel ist immer gut, weil man mittlerweile denkt mir auch ein bisschen PR-technisch und man weiß, die Leute fliegen oft über die Zeitung drüber, was schauen wir uns heute an. Bitte Kurtl, red mit mir, ich halte es nicht mehr aus, ich muss in 14 Tagen mit meinem Kabarett heraus. Und das sollte ein bisschen ansprechend sein und ich mache Zuckerl, das ist gut. Ich hab, falls ich es in Deutschland spüre, wir Untertitel mit Bong Bong. Na gut, pass auf, das Zuckerl heißt das Programm des gelernten Nachrichtentechnikers. Es ist ein Best-of aus über 20 Jahren eigenem Kabarettfundus. Das senkt nicht ich den Blutdruck und wenn es dir besser geht und du dich wieder eingekriegt hast, und die Kinder dann erwachen, dann spielen wir einfach blinde Kuh und andere tolle Sachen. Und ein Zuckerl ist ja auch ein Pseudonym für die Juwelen von etwas. Und das habe ich mir bemüht, zusammenzukratzen aus 22 Jahren. Wozu sollen wir Fett verbrennen, wenn es doch ins Gudel passt? Ich finde seine Clownfigur Pippi fein. Zum Verlieben. Weil sie romantisch ist, weil sie naiv ist. Weil sie entzückend ist. Wozu sollen wir täglich rennen, wenn man sich nur selber hasst? Ich liebe den Brixl als Clown. Wenn er sich die Nase aufsetzt und da rauskommt, da bekommt man einerseits Angst und muss auf der anderen Seite wahnsinnig lachen und freut sich vor allem, wenn er nicht einem selber anspricht. Wenn ich einen Hunger habe, dann gehe ich gern was essen. Dann nehme ich meinen Wanderstab und geht zum Chinesen. Das ist, glaube ich, das vierte Programm und ich habe noch nie so viel gelacht. Ich habe immer wieder gelacht bei seinen Programmen und mich durchaus köstlichst amüsiert, aber da geht es mir richtig gut. Da, der Kindszapfen in mir kommt voll auf seine Rechnung. Happy Buddha-Platte vom Stier, die Hoden extra zart, ganz hinten in der Karte. Ja, natürlich total gut. Er ist einfach ein fantastischer Schauspieler. Also die Nummer von Harry und Sally, wo er quasi die männliche Sally spielt, hat mir natürlich am besten gefallen. Ja! Nein, einfach, also dass auch ein Mann gut vorspielen kann, wenn er zum Höhepunkt kommt. Jo! Jetzt! Er kannte ihn noch, als er in seinem früheren Beruf war. Und dann hat er plötzlich Schauspielerei und man dachte, was sehr was. Und dann hat er bei mir einmal gespielt.
Die Kisten ist von einer Produktion von mir, die jetzt auf der Bühne ist, Narrenschiff. Bezeichnung für Autofahrer, die immer in der linken Spur schleichen. Das ist leicht, das ist Arschloeche. Das Lustige war, dass man, wenn man im Computer dann blättert, und Gott sei Dank habe ich alles schon digital gehabt, dass man dann selber oft zum Schmunzeln anfängt. Man sagt, ah, ja, genau, stimmt, das gibt's auch noch. Soll ich ob so ist oder so. Es ist, wie es ist. Hola, Trio.